und sie ernteten die Früchte des Pazifischen Ozeans. Die Nachkommen der Moche fischen immer noch wie vor Jahrhunderten. In Schilfbooten fahren sie hinaus aufs offene Meer und werfen ihre Netze aus. Die Moche-Herrscher unterhielten eine außergewöhnliche Handwerkerschicht. Die Bilder an ihren Tempelmauern und auf den Keramikgefäßen zeugen davon, dass das Leben der Oberschicht mit rätselhaften Ritualen und erotischen Sexualpraktiken ausgefüllt war. Eine Reihe von Lehmfriesen nahe der Stadt Trujillo geben einen grausigen Einblick in das Leben der Moche. Sie werden El Brujo genannt. Die örtlichen Bewohner wussten seit Jahren von El Brujo und hatten häufig nach Kunstgegenständen gesucht, um sie auf dem Schwarzmarkt zu verkaufen. Einer von ihnen war Arturo Carrera, der die Friese 1983 entdeckt hatte. Zuerst haben wir ein Mumienbündel gefunden. Und als wir es bewegt haben, sahen wir das Relief auf der Fassade. So wundervolle Reliefs, die uns so beeindruckt haben, dass wir sie mit Lehm bedeckt haben und uns entschlossen, niemandem etwas von ihnen zu erzählen. Sie waren so schön, dass wir fürchteten, andere würden hierher kommen und sie zerstören. Die Majestät des Kunstwerkes erweckte schließlich das Gewissen des Diebes. Arturo und seine Freunde teilten ihr Geheimnis den Behörden mit. Heute arbeitet er mit einem Team zusammen, das die Geheimnisse El Brujos entziffert. Es wird El Brujo genannt, was das spanische Wort für Zauberer ist. In diesem Tempel lebte wahrscheinlich ein mächtiger Schamane oder Kriegspriester. Was wir in dieser Bilderfolge sehen, ist eine Reihe nackter Gefangener, die mit einem Seil um ihren Hals zusammengebunden sind. Die Gefangenen wurden mit großen Sicherheitsvorkehrungen zu ihrer Hinrichtung geführt. Die vielen menschlichen Überreste zeugen davon, was in El Brujo wirklich geschehen ist. Die große Frage ist, was war die wirkliche Bedeutung des Opfers? Die Gefangenen wurden auf rituelle Art geopfert. Das Leben ist das kostbarste Gut, das man geben und nehmen kann. Dieser prächtige Bau mit all seinen Bildern und mit all seiner Kunst, der fabelhaften Kunst der Moche, wird uns irgendwann die wirkliche Verbindung finden lassen zwischen Kunst und Realität. In der Ikonografie der Moche findet man häufig Bilder von Zauberei oder Heilungen. Und es ist interessant, dass das noch heute praktiziert wird. Die alte Kunst wird nicht länger von Kriegerpriestern ausgeführt. Menschen werden nicht mehr geopfert. Heute sind es die Curanderos, Heiler, die Kräuter verwenden, um die Unpässlichkeiten des Körpers zu lindern. Ihre Magie soll die bösen Mächte abhalten, die dem Geist auflauern. Ich heile nicht nur gottgegebene Krankheiten, sondern auch solche, die vom Bösen kommen. Zum Beispiel heile ich eine böse Aura, eine Epilepsie, eine geistige Störung des Gehirns, all diese Sachen. Unter den Zaubertränken des Curanderos ist ein starkes Halluzinogen, das aus dem San Pedro-Kaktus gewonnen wird. Doch noch eine andere, höchst zerstörerische, alte Tradition hat hier überlebt. Die Huaqueros, Grabräuber, die die Überbleibsel ihrer Vorfahren auf dem schwarzen Markt verkaufen. Los campesinos pobres del Perú
Die armen Bauern in Peru werden von dem wachsenden Schwarzmarkt für Kunstwerke in den USA und Europa dazu ermuntert, die Grabstätten ihrer Vorfahren zu plündern. Im Oktober 1987 wurde ich von der Polizei um Hilfe gebeten, einige kurz zuvor beschlagnahmte Kunstgegenstände zu identifizieren. Bei meinem Eintreffen zeigten sie mir höchst eindrucksvolle Schätze. Unter ihnen ein beeindruckender Goldkopf mit Augen aus Silber und Lapislazuli. Der Schatz stammte aus einem geplünderten Grabmal in der Nähe des Ortes Sipan. Als die Bewohner von Sipan von dem Fundort hörten, schwärmten sie aus und durchsuchten ein umfangreiches Loch, das von den Plünderern gegraben worden war. Die Polizei traf am nächsten Tag ein, um die Ordnung wiederherzustellen. Die geplünderten Schätze waren ein Zeichen dafür, dass größere Reichtümer im Innern verborgen waren. Alva und sein Team begannen zu graben. Nachdem sie tagelang die Trümmer durchsucht hatten, konzentrierten sie sich auf eine 10 Meter große Parzelle nahe dem Gipfel. Was sie fanden, war ein Reichtum, der Wissenschaftlern und Plünderern gleichermaßen entgangen war, eine königliche Grabkammer, seit 1500 Jahren unberührt. Es war eine bemerkenswerte Entdeckung. Zum ersten Mal hatten wir Archäologen die Gelegenheit, die Grabstätte eines bedeutenden Mannes aus dem alten Peru zu dokumentieren. In diesem Grab hatten wir das Gefühl, nicht allein zu sein. Wir fühlten seine geistige Präsenz. Wir fühlten, dass wir diesen Menschen aus seiner 1500 Jahre dauernden Ruhe auferstehen ließen. Wir haben uns entschlossen, ihn den Fürsten von Sipan zu nennen. The Lord of Sipan. Er war ungefähr 35, vielleicht 1,60 Meter groß. Er war von Männern und Frauen, ja sogar einem Hund umgeben, ohne Zweifel seine Gefährten im Leben. In sein Grab nahm er eine atemberaubende Vielfalt an Reichtümern mit. Sein Schädel und sein Gesicht waren mit goldenen, silbernen und kupfernen Ornamenten überzogen. Er trug Ohrringe aus Gold und Türkisen, in deren Mitte ein Miniaturkrieger in Kriegsbekleidung abgebildet war. Das Grabmal des Fürsten von Sipan war das reichhaltigste auf dem ganzen amerikanischen Kontinent. Für Alva und seine Kollegen war es die Entdeckung ihres Lebens. Ich kann mich erinnern, dass ich als 15-Jähriger mein erstes Bild von dieser Stätte gemacht habe. Ich lebte sehr weit entfernt und bin hierher gekommen, ohne einen Gedanken daran, was das Schicksal für mich bereithalten könnte. Als ich dieses Grab entdeckte, war das sowohl die Erfüllung eines persönlichen Traumes als auch eines beruflichen Zieles, den Peruanern zu zeigen, dass Archäologie lebendig ist, dass wir hier sind, um die Wurzeln der peruanischen Nation wiederzuentdecken und dass die Peruaner auf ihre außergewöhnliche Vergangenheit stolz sein können. Die Herrschaft der Moche endete zwischen 650 und 800 nach Christi Geburt. Eine Kombination aus Erdbeben und Dürre verwandelte wahrscheinlich das fruchtbare Ackerland in eine trostlose Wüste. Die Kultur der Moche wurde letzten Endes doch von den Kräften der Natur überwältigt. Für die Inka kam das Ende ihres Reiches auf eine andere Art.
Seit Wochen war das von Atahualpa aufgebrachte Lösegeld in seine Gefängniszelle gebracht worden und der Hort von Schätzen türmte sich höher und höher. Dennoch verurteilten die Spanier Atahualpa zum Tode. Die Inka glaubten an die Wiedergeburt. Doch um wiedergeboren zu werden, muss der Körper verbrannt werden, so bat Atahualpa um den Tod auf dem Scheiterhaufen. Doch die Spanier waren erbarmungslos. Sie erdrosselten Atahualpa. Sein Schatz wurde eingeschmolzen, um das Vermögen des spanischen Königs zu mehren. Obwohl ihr Reich untergegangen war, verehrten die Inka die königlichen Mumien im Geheimen weiter. Doch jetzt bedrohten die rituellen Inka-Traditionen die katholische Kirche, die das Volk der Inka zum Christentum bekehren wollte. Sie schickten die Mumien nach Lima, um sie dort christlich beisetzen zu lassen. So wollten sie den heidnischen Praktiken ein Ende setzen. Garcilaso de la Vega, ein Chronist des 16. Jahrhunderts, beschrieb ihre Abreise aus Cusco. Sie waren in weiße Tücher eingewickelt. Die Indios knieten nieder und verbeugten sich und weinten bittere Tränen. Auch die Spanier zogen ihre Hüte, denn dies waren wahrhaft königliche Leichname.